Mein Name ist Tobias Müller, ich bin Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde St. Lukas und bin einer derer, die hier in Donaustauf die Asylbewerber und Asylbewerberinnen in ihrer Unterkunft unterstützen. Und der Gedanke, dass wir diese Theatergruppe einladen, der ist so langsam bei uns gereift und wir haben gesagt, im Grunde wäre es wichtig, wenn wir dieses Thema jetzt nicht nur für uns intern in der aktuellen Hilfe Tag für Tag sozusagen ventilieren, sondern dass es auch ein Thema ist, das wir schon auch in der Öffentlichkeit mehr diskutiert haben wollen. Und das finden wir als ein ganz toller Anlass. Einige von uns haben das damals schon in Wörth gesehen. Wir haben es dort im Bürgerhaus haben das auch vorgestellt. Es ist, was wir mitbekommen haben, ein bisschen andere Situation als das, was wir hier vor Ort erleben, aber es ist auch eine Wirklichkeit, die das Thema Asyl sehr betrifft und das vielleicht deutlich macht, dass es eine sehr dringliche Frage sind, die damit auch verbunden sind. Und wir sind insgesamt auch sehr gespannt, was heute draus wird, weil Sie werden es auch nochmal selber vorstellen nachher. Wir freuen uns, dass es möglich war, dass wir es hier machen und sind selber sehr gespannt und wünschen uns allen einen sehr, ja in dem Sinne, anregenden Abend. Ich denke, Vergnügen ist vielleicht der falsche Ausdruck in dem Zusammenhang. Dafür ist die ganze Thematik vielleicht auch ein bisschen zu spannungsgereift und so weiter. Ich darf Sie zum Dankeschön, bitte. Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns beim Ü-Theater und bei unserem Forum-Theaterprojekt Asyl. Sie haben es ja schon angedeutet, die Asylsituation ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht ein paar von euch kennen ja die Gesetzeslage ein bisschen. Es gibt das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz und es gibt eigentlich kein Gesetz, das so unterschiedlich ausgelegt wird, wie das Asylbewerberleistungsgesetz. Also ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, ihr habt ja hier in Donaustauf sehr relativ gute Bedingungen für die Asylbewerber, wobei man immer sagen muss, wenn die Asylbewerber gezwungen werden, in ein Heim zu leben, nicht da, wo sie eigentlich leben möchten, nicht in dem Landkreis oder nicht in dem Bezirk oder Bundesland, dann ist es immer grenzwertig. Also wir setzen uns ein, dass die freies Reiserecht haben, ganz Deutschland, so wie in allen anderen EU-Ländern auch, aber da kommen dann eben die Infoblöcke dazu. Aber was ich auch vorausschicken möchte, ist, es ist bei diesem Stück leider nichts erfunden. Also wir haben sehr viele Interviews geführt mit Asylbewerbern, Interviews auch mit Sachbearbeitern von Behörden nachgefragt oder eben auch von Experten aus dem Bereich, wie zum Beispiel Gotthold Streitberger, der jetzt da ist, von der BI Asyl in Regensburg. Und wir haben jetzt bewusst auch nicht Sachen rausgesucht, wo jetzt irgendjemand sich Fehlverhalten gezeigt hat. Das gibt es natürlich auch immer wieder, irgendein Heimleiter oder so, sondern immer Sachen, die die Auswirkungen von der Gesetzeslage zeigen. Okay, der Abend wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Wir spielen zuerst ein zusammenhängendes Theaterstück, in dem verschiedene Aspekte von Asyl bzw. Nicht-Asyl in Deutschland dargestellt werden. Und zwischen den einzelnen Szenen gibt es dann immer Infoblöcke per Video eingespielt, die über die Hintergründe informieren. Der erste Teil wird so ein knappes Stündchen dauern, ein bisschen länger, so ein Stündchen. Okay, dann nach einer kurzen Pause beginnt der eigentliche Teil des Abends, das sogenannte Forum-Theater. Eine sehr demokratische Angelegenheit, aber wie Forum-Theater funktioniert, das erkläre ich Ihnen dann nach der Pause. Und dann schließlich zum Ausgang des Abends noch, wie wir euch noch ganz gerne zu einer Diskussionsrunde einladen. Okay, aber jetzt zum Stück. Ihr seht, dass wir vollkommen auf ein Bühnenbild verzichten. Damit ihr aber trotzdem wisst, wo das Ganze gerade spielt, kündige ich das immer vorher, sofern es notwendig ist, kurz an. Die erste Szene spielt in einem Flughafen. Ein Ehepaar ist aus seinem Heimatland per Flugzeug nach Deutschland geflohen. Im Transitbereich des Flughafens werden sie vom Grenzschutz aufgegriffen. Sie stellen einen Antrag auf Asyl. Vor einem Beamten des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge, einem sogenannten Entscheider, müssen Sie Ihren Antrag begründen. Die Anhörung findet nur einen Tag nach Ihrer Ankunft statt.
Sie behaupten also, dass Sie in dem Gefängnis, in dem in Ihrer Heimatstadt, dass Sie da schwer gefoltert worden sind? Ja, Sie haben es mit Strom gemacht. Mit Elektroschocks. Sie haben auch dicke Kabel genommen und mir damit auf die Fußsohlen geschlagen. Immer wieder. Immer wieder. Und einmal haben sie mich in einen Autoreifen gesteckt. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Am Ende haben sie mich mit Peitschen geschlagen. Ich kann Ihnen die Narben zeigen. Die Narben interessieren mich jetzt nicht so. Wie genau hat denn das Gefängnis ausgesehen? Das Gefängnis? Es ist sehr groß, aus Beton. Drei Stockwerke, es liegt an der großen Hauptstraße. Drei Stockwerke, sagen Sie. Ja. Sind Sie sich da sicher? Ja, ja. Und aus Beton? Ja. Ich habe hier im Internet ein Foto gefunden von diesem Gefängnis. Wie Sie sehen, es ist nicht aus Beton und es hat 5 Stockwerke. Nein, das ist nicht das Gefängnis. Das ist eine Firma. Gleich daneben, da ist das Gefängnis. Sie behaupten also, das wäre eine Firma? Ja, ich kenne jetzt den genauen Namen nicht. Eine ausländische aus Europa. Ich glaube... Ach, da ist das Firmenschild, wenn man genau hinschaut. Die kennen Sie sicher, oder? Und warum ist da Stacheldraht drumherum, wenn es angeblich eine Firma ist? Wissen Sie, in unserem Land, da ist sehr viel Wut. Und die Firma ist auf der Seite der Regierung. Haben Sie dafür Beweise? Es wurden Arbeiter erschossen aus der Fabrik. Die wollten zu einem Streik aufrufen. Das hat die Geheimpolizei gemacht. Das können Sie natürlich behaupten. Ein Beweis ist das nicht. Aber nochmal zurück zum Grund Ihrer Verhaftung. Was genau haben Sie denn gegen diese Militärregierung? Die Militärregierung behandelt uns unrecht. Die Militärregierung ist eine Diktatur. Sie beherrscht uns mit Waffen und lässt keine Freiheit zu. Die Militärregierung beutet unser Land aus und ist sehr korrupt. Sie hat nur Interesse an ihren eigenen Leuten und versorgt sich selbst. Den Rest der Bevölkerung lässt sie total verarmen. Und darum sind Sie also mitgegangen zu dieser Demonstration. Obwohl Sie doch eigentlich wussten, dass Sie da wahrscheinlich verhaftet werden. Ja. Kann es sein, dass Sie deshalb zu dieser Demonstration gegangen sind, weil Sie sich dachten, eine günstige Gelegenheit? Wenn ich verhaftet werde, habe ich Grund für Asyl, da kann ich mir in Deutschland einen besseren Lebensunterhalt leisten. Nein, nein, wir hatten ein Haus und ein Auto, uns ging es gut, wir wollten nicht weg. Aber warum sind Sie dann zu dieser Demonstration gegangen, wenn es Ihnen gut ging? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich bin gegen die Diktatur in meinem Land. Warum sind Sie gegen die Diktatur, wenn es Ihnen gut ging? Also für mich ist das ein Widerspruch, aber gut. Sie sind dann wieder freigelassen worden. Warum? Meine Frau hat Lösegeld bezahlt und ich musste versprechen, nie wieder an einer Demonstration teilzunehmen. Aber einige Wochen später sind sie wiedergekommen und haben noch mehr Geld erpresst. Die machen das immer so, bis man nichts mehr hat. Am Ende wird man dann für immer weggesperrt in ein geheimes Lager. Deswegen sind wir geflohen. Danke. Und nun zu Ihnen. Während Ihr Mann im Gefängnis war, wie er behauptet, haben Sie doch Lösegeld bezahlt. Das haben Sie doch vorher so angegeben. Dabei sind Sie mehrmals belästigt worden. Wie genau sah denn die Belästigung aus? Also, die Soldaten, die sind gekommen und... Also, Sie müssen mir schon antworten, wenn Sie wollen, dass ich Ihnen glaube. Meine Frau wurde vergewaltigt. Von den Soldaten? Ja. Von einem oder mehreren? Von mehreren. Etwas lauter, bitte. Von mehreren. Und die anderen, was haben die gemacht? Haben sie die gehalten? Oder haben auch welche nicht mitgemacht? Ich kann nicht. Also gut. Und hinterher, haben Sie die Vergewaltigung angezeigt? Schließlich ist Vergewaltigung auch in Ihrem Land verboten. Oh nein, Sie haben gesagt, wenn ich zur Polizei gehe, ist mein Mann tot. Ich habe mich auch so geschämt.
Und Sie sind auch nicht zu einem Arzt gegangen? Nein. Ja, was, wenn Sie nun schwanger geworden wären? Gott hat mir geholfen. Ich bin nicht schwanger geworden. Aber das konnten Sie doch damals nicht wissen. Sie haben also nach dieser Vergewaltigung so weitergemacht wie bisher. Haben keinen Arzt aufgesucht oder haben irgendwelche Maßnahmen getroffen, um eine Schwangerschaft abzuklären, aus Furcht und Scham? Ist das richtig? Ja, aber es war nicht mehr wie vorher. Die Bilder von diesem Tag, die sind immer da. Ich muss oft weinen, einfach so. Und ich habe auch festgestellt, dass ich nicht mal in einem Raum sein kann, in dem nur Männer sind. Selbst mit meinem Mann ist... Aber Sie haben weiterhin politische Arbeit gemacht, obwohl da hauptsächlich Männer sind. Ja, aber ich habe versucht, dass Männer immer in einem gewissen Abstand mir gegenüber waren. Die politische Arbeit, etwas zu machen, es war ja mein einziger Halt. Originalzitate aus Ablehnungsbescheiden. Die Voraussetzungen für eine Anerkennung als Asylberechtigte sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Selbst wenn die Antragstellerin bei der Demonstration teilgenommen hat und festgenommen worden ist, so ist sie wieder freigelassen worden. Außerdem ist anzunehmen, dass der Antragsteller die günstige Gelegenheit der Demonstration genutzt hat, um auf diese Weise einen besseren Lebensunterhalt in Europa zu verdienen. Was die angeblichen Vergewaltigungen angeht, so ergibt sich, dass sie nicht glaubhaft geschildert wurden. So hat es die Antragstellerin trotz positiver Gesetzeslage unterlassen, gegen diese angeblichen Vergewaltigungen vorzugehen, noch hat sie sich ärztlich untersuchen lassen. Vor allem wird ja auch eine angebliche Traumatisierung nicht abgenommen, da sie zwar immer wieder quälende Erinnerungen an diese Vergewaltigungen gehabt haben will, dennoch nicht die Konsequenzen in der Form gezogen hat, zum Beispiel durch eine inländische Fluchtalternative. Sie schildert zwar, dass sie angeblich nicht in einem Raum mit Männern aufhalten kann, dennoch hat sie auch weiterhin mit Männern angeblich ihre politische Tätigkeit zusammen durchgeführt. Da das Vorbringen insgesamt als unglaubhaft erachtet wird, ist der Antrag auf Asyl in der Bundesrepublik Deutschland als offensichtlich unbegründet abzulehnen. In einem Zimmer in einem Flüchtlingslager in Bayern. 18 Quadratmeter, 3 Hochbetten. Ja, Habibi, ja, Habibi, im Khabar, ja, Habibi, ja, Habibi. Hey, Mann, du sitzt schon wieder auf meinem Bett. Mach dich runter. Da habe ich aber mehr Licht. Das ist mir doch egal, hab jetzt. Scheiß Penner! Und du immer mit deiner Musik! Ja, was? Hör auf! Den ganzen Tag diesen Scheiß! Ich will hier lernen! Ja, du auch die Klappe, echt? Schon fast genauso laut wie er! Man, die ist ein Fuß! Man, die ist ein Passport! Du halt erst recht dein Maul! Versteht dich ja eh keiner! Alhamdulillah! So, heute machen wir mal Ausweiskontrolle. Ja, warum? Sie kennen uns doch. Na, der richtige Ausweis, der versteckt nicht die Asylpapiere. Na, wir haben doch gar keine. Wenn wir sehen, steht mal auf. Na, warte, ich will schon noch was finden. Und dann sitzt er am nächsten Tag im Flieger. Ich habe gestern Post gekriegt, aber der Brief war schon offen. Na und ich darf, das geht doch nach Hause, wenn dir was nicht passt. Sie sind doch nicht die Polizei, sondern nur der Heimleiter. Sie dürfen unsere Briefe nicht einfach öffnen. Hey, komm, lass es. Du kommst nur wieder Stress mit der Ausländerbehörde. Dein Freund hier hat recht, dein Wort von mir genügt und dein Taschengeld ist futsch. Mangelnde Mitwirkungspflicht, du verstehst? Okay, aber können Sie den da nicht in ein anderes Zimmer verlegen? Der singt den ganzen Tag. Nix da, dass ihr jetzt kein Hotel, merkt euch das, ihr bleibt da, wo ich es euch sage. Und die Duschen sind schon wieder kaputt. Nichts funktioniert. Ach Quatsch, alles funktioniert. Macht nicht alles kaputt. Ach, da ist doch alles verrostet. Für euch taugt das. Ja, Habibi, Allah, Allah, ich werde noch wahnsinnig. 3 Jahre sitze ich hier schon rum. 3 Jahre in diesem Loch. Ich will arbeiten.
Zukunft. Ja, komm, beruhig dich. Doch keinen Sinn. Ich bin schon 5 Jahre hier. Wenn die nicht wollen, kannst du nichts machen. Jalla, jalla, jalla! Hör auf! Auseinander! Keine Essenspakete mehr. Wir wollen unser Essen selber kaufen. Grüß Gott, daheim. Ich stehe hier vor dem Asylbewerberheim. Wie Sie sehen können, findet gerade eine Demonstration statt. Es geht darum, dass die Flüchtlinge die Art der Verpflegung ablehnen. Sie bekommen 2-mal in der Woche Essenspakete, möchten sich ihr Essen aber gerne selber kaufen. Einige sind deswegen sogar schon in einen Hungerstreik getreten. Andere werfen ihre Essenspakete demonstrativ auf den Müll. Das hat in der Bevölkerung für lebhafte Diskussionen gesorgt. Ich habe hier einige Passanten, die ich gern dazu befragen möchte. Was halten Sie denn von der Demonstration? Wo sind wir denn da überhaupt? Die sollen das essen, was grün und nichts wegschmeißen. Was ist denn das für eine Dankbarkeit? Die Nachrichten haben sie nicht einmal einen Strom, jetzt wollen sie Geld. Für was etwa? Für Drogen, ja? Wieder hier in der Wirtschaft sind Stinksauer, haben sie uns dieses Asylantenheim schon gegen unser Gulder hergestellt. Lang schauen wir uns das nicht mehr an. Und was haben Sie für eine Meinung dazu? Ja, da wissen Sie, Herrn. Ganz recht. In Ihrem Land, da sind die gar nicht traut zu demonstrieren. Da war die Rübe klar. Aber Deutschland nimmt da alles ab. Unser Eins hat sich ja so aufführen da in einem fremden Land. In einem fremden Land als Gast zu lernen. Aber ja, so ein Land werde ich gar nicht fahren. Den ausländischen Fraß, den mag ich nicht. Denn mein lieber Kassin, die ist mir heilig. Danke. Wie wir sehen können, die Meinungen sind gespalten hier vor Ort. Damit gebe ich zurück ins Studio. Keine Essenspakete mehr, wir wollen unser Essen selber kaufen. Ja, wie sicher einige von euch wissen, hatten die Proteste der Flüchtlinge Erfolg. Seit Anfang dieses Jahres laufen die Verträge für die Lieferfirmen, die die Essenspakete bisher geliefert haben, aus. In einigen Flüchtlingslagern, so wie bei euch in Donaustauf, habe ich gehört, hat es das sowieso noch nicht gegeben. Wie gesagt, es wird immer sehr unterschiedlich ausgelegt. Und es scheint auch so zu sein, dass es nicht mit neuen Schikanen verbunden ist, sondern dass die Flüchtlinge wirklich tatsächlich Geld in die Hand bekommen, um sich einfach, so wie jeder normale Mensch auch, seine Sachen selber kaufen kann. Weil die zugrunde liegende Gesetzgebung, das Asylbewerberleistungsgesetz, das hat sich nicht geändert. Und da steht eben drinnen, dass die Dinge des täglichen Bedarfs in Sachleistungen abgedeckt werden müssen. Oder sollen müssen, also wenn es vorher nicht anders geht, dann haben wir vielleicht eine Ausnahme. Sachleistungen, das hat zum Beispiel Wertgutscheine, so Gutscheine, wo es begonnen kommen. Wie die Praxis der Wertgutscheine aussehen kann, zeigen wir in unserer nächsten Szene. In einem Kleider-Discount spielt die an der Kasse. So, ein Blouson, sehr schön. Und die Hausschuhe aus unserem Angebot. Und das gehört auch noch zu Ihnen. Das macht zusammen 34,70 €. And please, I'm a refugee. I have this Wertgutschein for buying. Oh, eben. Wissen Sie, was das ist? Das ist sehr kompliziert. Sorry, I don't understand. Warum muss das immer in meiner Schicht passieren? Warum könnt ihr Asylanten nicht woanders einkaufen?
Es gibt doch noch andere Kleidergeschäfte. Sorry, what does this mean? Kleidergeschäft? Ah je, ich sehe schon. Ja, dann schauen wir halt mal. Aha, für Sommerkleidung bekommen Sie 16 Euro. Und was haben wir da? 14,99. Ah ja, das geht schon mal. Und die Hausschuhe, für Hausschuhe gibt es 8 Euro vom Staat. Und was haben wir? 4,99. Das geht auch schon mal. Das dürfen Sie mitnehmen. Oh gut, was haben wir da noch? Aha, für Unterwäsche bekommen Sie 13 Euro. Und was haben wir da? 14,99. Das ist leider zu viel. Das dürfen Sie nicht mitnehmen. Das geht nicht. Ja, you see, 14,99, das ist zu teuer. You mean too expensive? But all together, this is 35 Euro. You see, and the Wertgutschein, you see, is about 35 Euro. So, where's the problem? Der Problem ist, dass du nicht Deutsch kannst, aber das verstehst ja du auch nicht. Geht ja endlich mal was vorwärts. Wieso machen Sie denn keine zweite Kasse auf, wenn das so lange dauert? Ja, das ist immer dasselbe, das tut mir leid. Die Asylanten bekommen da so einen Wertgutschein, aber das haben wir gleich. Also, das und das geht. Und die Unterwäsche, das ist leider zu viel, du sehen, zu teuer, das geht nicht. I don't understand. These shoes are 3 Euro cheaper, billiger than in the list. So, it doesn't matter if this is 2 Euro more. Ach, sie versteht es einfach nicht. Nein, das nicht gehen. Das kann man nicht übertragen. Jedes einzelne Teil darf nicht mehr als in der Liste kosten. Wo kommen wir da hin? Da kommt dann die Nächste und will sich ein Luxus-T-Shirt kaufen. Und die ganzen 35 Euro, die im Monat bekommt, da kommen ja die Asylanten noch besser gekleidet daher als wir Deutschen. I give you the 2 Euro by cash. Here, I pay you the rest. Nein, jetzt kommt diese Marge. Nein, das geht nicht. Schauen Sie, statthaft nur Aufzahlung von maximal 10%. Das sind bei Ihrer Unterwäsche 1,30 Euro. 2 Euro draufzahlen geht also nicht. Was ist denn jetzt mit der zweiten Kasse? Eine Unverschämtheit ist das. Jetzt machen wir kurz einen Prozess. Das! Und das dürfen Sie mitnehmen. Das bleibt da. Und wenn Sie das nicht wollen, bleibt halt alles da. Okay. Ach, bitte schau. But I have to get money. The Wertgutschein is about 35 Euro. And I bought things for only 20 Euro. Sie meinen Wechselgeld? Nein, das geht nicht. Da könnte ja wieder in Asylant daherkommen, für 1 Euro einkaufen und sich den Rest bar auszahlen lassen. Das hat schon alles seinen Sinn. No Wechselgeld, niente. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, endlich. Wieder in einem Flüchtlingslager, diesmal im grauen Bereich. Es ist Nacht. Schon eine Gynäkologin, eine Betreuung oder so? Nein.
Nein, ich weiß noch gar nichts. Und ich mache mir Sorgen. Seit gestern rührt sich nichts mehr in meinem Bauch. Das ist aber gefährlich. Ich rufe sofort den Heimleiter. Du musst ins Krankenhaus. Ich rufe ihn sofort. Aber es ist doch mitten in der Nacht. Und wenn schon, ich hole ihn sofort. Mein Kleines, was hast du nur? Ja, Grütze, fix! Mitten in der Nacht. Hier ist sie. Sie sagt, ihr Kind bewegt sich nicht mehr. Dann macht's halt Urlaub. Das ist aber nicht zum Scherzen. Nein, nein. Die Ausländer sind so robust. Da wird schon nicht gleich was sein. Haben Sie Schmerzen? Ja. Hier so ein Ziehen. Dann gebe ich Ihnen ein Schmerzmittel aus unserer Hausapotheke und alles wird gut. Nein, bitte keine Schmerzmittel. Wegen dem Kind. Sie braucht einen Krankenwagen. Sie müssen einen Krankenwagen holen. Wir dürfen doch das nicht. Mitten in der Nacht. Legitim bis um 10. Ja, was glauben Sie, die halten uns für vollkommen blöd. Das Kind rührt sich nicht mehr. So, mir reicht's jetzt. Mitten in der Nacht weckt's mich auf wieder so einen Schwarm. Entweder ein Schmerzmittel oder gar nichts. Und wenn's morgen nicht besser wird, dann schauen wir weiter. Verstanden? Heute Nacht will ich nichts mehr hören. Gute Nacht. Im Sozialamt Krankenscheinausgabe. So, der nächste bitte. Guten Tag. Grüß Gott. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe solche Bauchschmerzen schon seit 2 Tagen. Ich glaube, es ist etwas Schlimmes. Ich bräuchte dringend einen Krankenschein, damit ich zu einem Arzt gehen kann. So einen Krankenschein? 2 Tage, sagen Sie. Wo genau sind denn die Schmerzen? Sind Sie ein Arzt? Nein, bin ich nicht. Aber ich bestimme, ob Sie zum Arzt gehen können oder nicht. Also, wo sind die Schmerzen? Hier. Bauch, ich weiß nicht, sie sind überall. Aha. Und was haben Sie in letzter Zeit so gegessen? Was halt in den Essenspaketen so drin ist. Und haben Sie sich denn schon an das Essen gewöhnt? An das Essen werde ich mich nie gewöhnen. Aber ich glaube nicht, dass es davon kommt. Es ist nicht einfach nur Bauchschmerz. Ich glaube schon, das ist ja auch ganz normal, keine Panik. Wir wissen ja beide, dass die Qualität der Lebensmittel in den Essenspaketen nun ja nicht immer die beste Qualität haben. Da gewöhnen Sie sich schon noch dran. Aber ich bin wirklich krank. Ich kann kaum noch schlafen. Schauen Sie, ich könnte Ihnen jetzt einen Krankenschein ausstellen. Dann müssen Sie zuerst zum Hausarzt. Der schreibt Ihnen vielleicht eine Überweisung zum Facharzt. Aber für den Facharzt brauchen Sie wieder einen Krankenschein. Dann müssen Sie also wieder zu mir kommen. Aber für den Krankenschein und für den Facharzt brauchen wir zuerst die Genehmigung vom Gesundheitsamt. Sie müssen das genau prüfen. Und das kann dauern. 2, manchmal sogar 3 Monate. Glauben Sie wirklich, dass das den ganzen Aufwand hier wert ist, nur weil Sie sich, ja, ich will es mal salopp ausdrücken, wahrscheinlich nur den Furz verklemmt haben? Jetzt warten wir erst mal ab und wenn es nicht besser wird, kommen Sie einfach wieder. Aber ich bin wirklich krank, ich weiß, da stimmt was nicht. Und dann muss ich den Bus auch nochmal 2-mal bezahlen? Tut mir leid, so sind eben die Gesetze.
Ihr Asylbewerber seid nicht gesetzlich versichert. Alles, was ihr bekommt, ist eine Sozialleistung vom Staat. Da müssen wir schon schauen, dass das Geld nicht verschwendet wird. Das verstehen Sie doch, oder? Nochmal gute Besserung. Wie gesagt, wenn es besser wird, kommen Sie einfach nochmal wieder. Noch ein guter Tipp von mir. Machen Sie sich ruhig mal warme Wickel, mache ich auch manchmal, wenn der Schweinebraten bei der Frau zu Bett war. Gute Besserung. Der nächste bitte. Wir befinden uns in einem Zug von Regensburg nach Nürnberg. Eine Asylbewerberin und zwei weitere Mitreisende. Guten Tag, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Woher kommen Sie? Aus Regensburg. Woher genau aus Regensburg? Ich wohne im Flüchtlingslager in der Plattlinger Straße. Sie meinen in der Gemeinschaftsunterkunft. Welche Hausnummer? Plattlinger Straße 14. Das zweite Stock, das zweite Hochbett links unter... Nein. Sie brauchen jetzt nicht frech zu werden. Ja, was? Und warum eigentlich immer nur ich? Die anderen Leute, deutsche Leute, werden nie kontrolliert. In Deutschland gibt es Regeln. Und wenn du dich an diese Regeln nicht halten möchtest, dann geh doch woanders hin. Und warum denn so unfreundlich? Ich kann auch ganz anders. Wohin fahren Sie? Nach Nürnberg. Was machen Sie dort? Ich besuche meine Familie. Man hat uns auf verschiedene Lager verlegt. Einmal in der Woche fahre ich hin, um sie zu besuchen. Und jedes Mal werde ich kontrolliert. Im Bahnhof, im Zug. Wen genau aus Ihrer Familie besuchen Sie? Vater, Mutter und kleine Schwester. Wie lang? 3 Tage. Und immer nur 3 Tage. Mehr genehmigen Sie nicht. Und wissen Sie, wie die das manchmal nennen? Urlaubsschein. Aber darf ich gar nicht arbeiten. Schon 3 Jahre nicht. Zeigen Sie mir Ihre Verlassenserlaubnis. Sie sind in Regensburg gemeldet. Wo ich meine Residenz habe, meinen Sie? Ich warne Sie. Ja, aber es heißt doch so, Residenzpflicht. Wenn du in deinem Land so mit der Polizei reden würdest, hättest du schon längst die Prügelstrafe kassiert. Und nur weil du hier bist, glaubst du, du kannst dich aufführen? Also? Ja, Regensburg, Bezirk Oberpfalz. Geht doch. Da fehlt eine Unterschrift. So dürfen Sie den Bezirk Oberpfalz nicht verlassen. Was? Aber es ist doch unterschrieben. Hier, sehen Sie? Es muss aber dort unterschrieben sein. So ist es nicht gültig. Die Sachbearbeiterin war neu. Moment. Ja, hallo, Shoshi. Ja, kannst du da mal was für mich nachschauen? Ja, wieder so eine Asylantin. Warte mal. Ivana Lavakai. Ja, Regensburg, genau. Ja, prüf doch da mal für mich an. Dankeschön. Oft bekomme ich gar keinen Urlaubsschein. Jeden Monat muss ich schriftlich einen Antrag stellen. Muss darum betteln, um einfach nur von Regensburg nach Nürnberg zu fahren. Und dann lehnen sie ihn einfach ab. Ohne Begründung. Wenn ich nachfrage, sagen sie, das gehe mich nichts an. Aber mich geht das doch was an. Hey, Deutschland hat die Mauer abgeschafft. Aber 100-mal mehr Mauern hat es für uns Asylbewerber gebaut. So, die Kollegen können Ihre Angaben für jetzt nicht bestätigen. Bitte kommen Sie mit. Aber hey! Ein bisschen mehr Respekt, bitte, sonst werden Sie es hier nicht leicht haben. Aber ich will doch zu meiner Familie! Ruhe! Wiederschauen! Wiederschauen! Ah. So, Frau Berger, noch einen fürs Haus. Schön schlucken. Gut machen Sie das. Noch etwas zu trinken? Nein, noch einen Löffel. Aber sehr gern. Hallo, Philipp. Guten Tag, Frau Lorenz. Na, wie geht es denn unserer Frau Berger heute? Ganz gut. Sie hat sogar von selbst noch einen Löffel mehr verlangt. Gell, Frau Berger, heute schmeckt es Ihnen. Wann hast du denn deinen Termin in der Ausländerbehörde? Morgen nach der Fischung. Tja, hoffentlich klappt's. Das hoffe ich auch.
Wissen Sie, eigentlich muss ich ja fast lachen. Ich wollte mal Kfz-Mechaniker werden, hatte sogar schon eine Lehrstelle. Aber die Ausländerbehörde hat es mir glatt verboten. Verboten? Ja, wegen der Residenzpflicht. Die Lehrstelle wäre in München gewesen und da darf ich wegen der Residenzpflicht nicht hin. Das ist der einzige Grund? Ja, sie sind halt stickig auf meine Mutter wegen mangelnder Mitwirkungspflicht. Weil die nicht zur Botschaft geht von unserem Herkunftsland und sich dort einen Pass ausstellen lässt. Aber mit Pass könnten wir uns jederzeit abschieben. Und ohne Pass nicht? Ohne Pass können wir einen nicht abschieben. Da nimmt dich kein Land auf der Welt. Verstehe. Wissen Sie, was der größte Witz ist? Wenn man einen Job hat, bei dem man so viel verdient, dass man keine Sozialhilfe benötigt, dann bekommt man irgendwann mal ein Bleiberecht. Das heißt, dass man sicher vor der Abschiebung ist. Aber um so einen Job zu bekommen, muss man quasi schon ein Bleiberecht haben. Wer stellt schon jemand ein, der vielleicht in 2 Wochen abgeschoben wird? Die Ausländerbehörde verlangt von uns Flüchtlingen etwas, was gar nicht geht. Meine Mutter hat teilweise 3 Jobs nebeneinander, 7 Tage die Woche. Trotzdem sagt man zu ihr, für ein Bleiberecht verdiene sie noch viel zu wenig. Deine Mutter ist eine starke Frau. Ja, das ist sie. Und sie war natürlich auch so wütend und traurig, als ich die Kfz-Lehrstelle nicht bekam. Aber jetzt sind wir wieder froh, denn Altenpflege gefällt mir viel besser als Kfz. Stimmt's, Frau Berger? Noch ein Löffel? Nein, aber trinken, das ist wichtig. Nur ein paar Schlucke für den lieben Philippe. Weißt du, es sieht doch ganz gut aus, dass Sie die Stelle genehmigen. Immerhin haben Sie ja das Praktikum schon bewilligt. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Außerdem brauchen wir Azubis absolut dringend. Vor allem so gute wie dich, Philippe. Vielen Dank. Aber mir macht die Arbeit auch wirklich Spaß. Ich wüsste wirklich nicht, was ich machen würde, wenn das nicht geht. Wissen Sie, ich muss da immer an meine eigene Oma und meinen eigenen Opa denken. Die mussten wir damals zurücklassen, als wir geflohen sind. Ich habe sie so gern gehabt und ich habe sie nie wieder gesehen. Und heute sind sie vielleicht tot. Das tut mir leid. Ja, ich bin auch schon fast gar nicht mehr traurig. Denn jetzt habe ich ja viele neue Omas und Opas. Gell, Frau Berger? Und dein Vater? Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie ihn zum Militär gezwungen hatten. Dort ist er dann geflüchtet und desertiert. Als sie meiner Mutter gedroht haben, wenn sie nicht sagt, wo er ist, würden sie mir etwas antun, sind wir dann geflohen. Von Vater haben wir seither nie wieder was gehört. Weißt du was? Ich schreibe dir gleich heute ein persönliches Empfehlungsschreiben für die Ausländerbehörde. Wenn wir das nicht hinkriegen, weiß ich auch. Das ist sehr nett von uns. Noch ein Löffel. Am nächsten Tag in der Ausländerbehörde. Sie sind jetzt wie alt? Gerade 17 geworden. Und Ihr Status ist? Geduldet. Ich und meine Mutter sind geduldet. Seit fast 7 Jahren. Und Sie wissen, was geduldet heißt? Ja. Geduldet heißt, dass Sie keinen sicheren Aufenthaltstitel haben. Von heute auf morgen können Sie wieder weg sein. Nun, momentan sind Sie noch minderjährig. Da werden Sie zumindest allein ohne Ihren Elternteil nicht abgeschoben. Aber wenn Sie nächstes Jahr 18 werden, dann sind diese herrlichen Zeiten vorbei. Aber ich kenne doch nur Deutschland. Ich spreche kaum noch die Sprache meines Herkunftslandes. Na, dann wäre es vielleicht klug, die langsam mal wieder zu lernen. Aber ich möchte doch hier bleiben. Hier habe ich meine Freunde. Ich bin Deutscher. Na, wer Deutscher ist, das bestimmt immer noch wir. Aber sehen. Sie möchten also eine Ausbildung zum Altenpfleger beginnen. Ein Praktikum haben Sie ja schon gemacht, was wir bewilligt haben. Genau. Die Leiterin hat sich sehr für Sie eingesetzt, wie dieses Schreiben zeigt. Ja, und sogar die Prüfung, ob es nicht einen deutschen oder EU-Bewerber für die Stelle gibt, hat auch nichts Negatives für Sie ergeben. Altenpfleger werden ja gesucht wie nochmal was. Trotzdem kann ich Ihnen keine Erlaubnis für die Ausbildung erteilen. Keine Erlaubnis? Nein. Aber warum?
darum, Sie sind nur geduldet. Was hilft Ihnen eine halb angefangene Ausbildung? Wir investieren, seine Ausbildung kostet ja schließlich aber etwas. Investieren wir ein Jahr in Ihre Zukunft und dann sind Sie über Nacht plötzlich weg? Ja, das wäre eine schlechte Investition. Aber Sie müssen mich doch nicht abschieben! Freundchen, hier geht es nicht um müssen oder nicht. Es geht um Recht und Gesetz. Und nach Recht und Gesetz sind Sie und Ihre Mutter ausreisepflichtig. Das scheinen Sie nicht zu begreifen. Daher müssen wir es euch begreiflich machen. Wir werden euch jeden Grund nehmen, hier bleiben zu wollen. Das können Sie nicht machen. Das werde ich nicht überleben. Oh doch, ich kann das machen. Außerdem kürzen wir euer monatliches Taschengeld auf ein Minimum und begrenzen die Duldungsdauer auf eine Woche. Deine Mutter darf also ab sofort alle 7 Tage hier antanzen und Verlängerung beantragen. Verstanden? Jetzt noch eine kostenlose Deutschnachhilfe, da Sie ja nicht freiwillig ausreisen wollen. Es gibt ein wunderschönes deutsches Sprichwort, das da lautet: Wer nicht hören will, muss fühlen. Das werde ich nicht überleben. Frau Makula? Ja? Sie werden heute abgeschoben, bitte kommen Sie mit.
Aber die Ausländer, der Chef hat doch versprochen. Das interessiert mich nicht. Ich habe hier einen gültigen Ausweisungsbeschluss. Bitte. Eine normale Ohnmacht. Packen Sie sie einfach an und werfen sie draußen in den Schnee. Da kommt sie bestimmt wieder zu sich. Also ein Abschiebehindernis ergibt sich daraus nicht. Packst du mal mit an? Nachdem Frau Makula wieder zu sich gekommen ist, wird sie in einem Mannschaftswagen der Polizei angekettet. Wo ist mein Sohn? Was habt ihr mit Felipe gemacht? Der kann bleiben. Er braucht doch seine Mama. Warum macht ihr das? Ich bin doch keine Terroristin. Vorschrift. Vorschrift. Habt ihr das bei Klau gesagt? Ha. Ich dachte, Deutschland ist eine Demokratie. Deutschland ist ein freies Land. Aber ich sehe nichts von dieser Demokratie. Sie haben kein Herz! Frau Makula wird so angekettet zum nächsten Flughafen gefahren. Die Fahrt dauert mehrere Stunden. Auch bei einem Toilettengang bleibt sie an Armen und Beinen gefesselt. Am Flughafen erwartet sie ein Mitarbeiter einer Flüchtlingsorganisation. Frau Makula? Ja? Ich bin ein Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe hier vor Ort. Die Flüchtlingshilfe bei Ihnen zu Hause hat uns angerufen, um Ihnen zu sagen, dass Sie alles tun werden, dass an Ihrem Ankunftsort jemand bereitsteht von einer Menschenrechtsorganisation. Vielleicht finden Sie sogar eine Unterkunft und eine Ambulanz für Sie. Dankeschön. Kommen Sie bitte weiter. Wir sprechen Ihnen, wir lassen Sie nicht im Spiel. Frau Makula wird am Flughafen einer ausführlichen Leibesvisitation unterzogen. Alle Ihre Körperöffnungen werden peinlich genau untersucht. Vagina, Anus, bei offener Tür. So wie ihr ergeht es 250 weiteren Flüchtlingen, Männern, Frauen, Kindern, die aus ganz Deutschland zusammengekarrt wurden, um sie mit einem eigens gecharterten Flugzeug abzuschieben. Im Flugzeug vor dem Abflug. Fliegen wir denn endlich? Warten wir schon seit Stunden. Bleiben Sie bitte ruhig. Hey, die fliegen schon noch. Da kannst du dich drauf verlassen. Was meinst du denn? Du hast dich ordentlich dafür bezahlt. Ich schätze, dass sie für jeden von uns, allein für die Abschiebung, mindestens 5, an die 10.000 Euro geblecht haben. Wir hätten wie viele Deutschkurse mitzahlen können. Bitte Ruhe. Hör auf Ruhe, weil er seinen Abschied. Arschloch! Ruhe! Ja, Gruppenführer 2 hier. Ja, okay. Ich verstehe. So eine Sauerei. Ja, kann man nichts machen. Bitte alle mal herhören. An Ihrem Zielflughafen herrscht Wetterchaos. Es wird daher keine Landeerlaubnis erteilt. Die Abschiebung wird daher abgebrochen. Sie werden wieder in Ihre Gemeinschaftsunterkünfte verbracht. Bewahren Sie Ruhe. Danke.